Ja, und zurück zu einer neuen Folge Star Stable. Es war ein bisschen ruhig um Star Stable auf meinem Kanal, weil es war, ja, wie soll ich sagen, in Star Stable nicht viel passiert. Man sieht hier jetzt das neue Update. Auch komme ich gleich noch zu, auch weil ich nicht viel Lust hatte, momentan Star Stable zu spielen, weil, ja, wie soll ich sagen, es ist langweilig geworden, weil nicht mehr viel geboten wird. Neue Pferde, neue Kleidung, aber Questen kaum. Wie gesagt, Questen kaum und dann haben wir noch. Och, geh mir aus dem Fe. Geh mir aus dem Weg, Mädel. Verkrümmel dich. Nix, hey. Das Land ist auf meiner Liste. Boah, könntest du dich mal verkrümmeln? Danke. Nix, hey. Naja, und dann halt Red Dead Redemption habe ich angefangen. Dann halt. Komm, geh weg, ich sehe dich noch da hinten. Und dann haben wir den ARK-Server bei uns neu gestartet. Tja, dann letzte Woche hat mein Bruder noch geheiratet. War auch eine sehr schöne Hochzeit. Sehr schöne Braut, sehr schöne Bräutigam. Viele Tränen sind geflossen. Ja, das Make-up hat gehalten, zum Glück. Zumindest bei der Braut. Nee, es war sehr schön. Deswegen die letzten Wochen auch nicht wirklich viel mit Star Stable gemacht. World of Tanks war auch noch Marathon. Da gab es einen Premium-Panzer kostenlos zu erspielen. Den musste ich auch noch machen. Das war auch. Und dann noch von. Ja, es war genug anderes noch zu tun. Deswegen hat Star Stable ein bisschen hinten angegangen. So, es sind drei Updates vergangen. Das letzte. Jüngste Update ist Vega. Ich hatte eben schon alles aufgenommen gehabt. Auch wie ich Vega gekauft habe, unser White Star. Auch wie Idris sie oben erschaffen hat. Aber mein Aufnahmeprogramm hat gesagt, ich nehme nicht auf. Und da ich das bei Star Stable hier oben in der Ecke nicht sehe, wenn es aufnimmt, normalerweise mache ich auf der linken Seite den Ordner auf, wo die Aufnahme drin landet sozusagen. Das habe ich leider nicht gemacht. Deswegen habe ich es nicht gesehen, dass er nicht aufnimmt. Ja, das heißt, die ganze Aufnahme war umsonst, die ganze Zeit. Wie gesagt, Vega ist neu. Das neue Sony. Steht jetzt neben Waldhardt. Bei mir im Stall. Wird auch da, denke ich mal, so bleiben. Mal sehen, ob es noch mehr gibt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich in der nächsten Zeit Star Stable spiele. Denn Red Dead Redemption braucht doch ein bisschen viel Zeit. Und dann, wie gesagt, unser ARK-Server ist auch wieder offen. Und dann bei World of Tanks spiele ich gerade im Moment sehr viel. Ja, weil ich noch Premium-Tage habe. Ich kaufe mir keine Premium-Tage so an sich. Schöner Vogel. Weil ich es nicht einsehe. Die habe ich noch aus den Paketen, habe eine Menge Premium-Panzer dadurch. Das 703, es gab. Oh nee, die nächste. Verkrümmel dich, sonst landest du auf meiner Liste. Danke. Wo war ich stehen geblieben? Ja, da gab es auch ein Update. Es kamen die Doppelläufigen rein. Dafür gab es das 703 vorher in den Paketen halt. Das sind Panzer mit zwei Geschützen im Turm. Da kamen jetzt neue drei Stück rein. Die muss ich mir, hätte ich mir auch noch freispielen und dann denke ich mal kaufen. Weiß nicht, ob ich mal zu World of Tanks Videos machen werde, weil ich bin nicht schlecht, würde ich sagen. Ich bin, wie Klaus Kellermann sagen würde, sehr toller YouTuber, sehr lustig. Man sollte ihn gucken, wenn man World of Tanks mag. Ist genauso klasse wie Mighty Jingles. Auch auf YouTube. Er macht also Jingles, macht nicht nur Videos über World of Tanks. Er spielt so ein bisschen verschiedene Sachen. Ah, er ist klasse. Nee. Gut, weiter gehen wir nicht. Denn im Fort Pindarch auch was getan. Man hat schon gesehen. Wie gesagt, Klaus Kellermann würde sagen, Average Spieler. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Im Moment macht es auch keinen großen Spaß. Ich prügel mich einfach nur durch.
So, ja, Frau Pinter hat letzte Woche auch ein kleines Remake gekriegt, zumindest der Innenhof, weil außen das, die Gebäude waren ja schon alle neu. Man sieht's hier. Ja. Das ist alles neu, mehr Grün, die Zäune sind weg, wie man hier sieht. Ich weiß nicht, ob das Grün so... Naja. Gut, man kennt das alte Fort Pinter, da wird man ein bisschen anders dadurch denken. Wenn man neu hier reinkommt, kennt man das alte Fort Pinter nicht und da wird man dann halt nicht so schnell, wird man da eher nicht so darüber nachdenken. Ja, und mit dem Remake vom Innenhof, ja, hier alles auch neu gemacht, man sieht's hier, kam ein neues Rennen. Denn Bürgermeister Peanut ist, naja, nicht so fit gewesen, laut einem Wettcheck. Einmal im Jahr. Naja gut, das macht man. Ist ja eigentlich nicht vorgeschrieben, aber naja gut. Ich weiß nicht, wie es da bei denen ist in Schweden. Ob das da vorgeschrieben ist. In Deutschland ist es das nicht, aber man sollte trotzdem immer wieder den Tierarzt drüber gucken lassen. Einmal im Jahr kann nicht schaden, zweimal im Jahr ist sogar noch besser. Allein schon wegen der Zähne. Da sollte man aber auch einen Dentist oder beziehungsweise einen Tierarzt, der sich direkt damit auskennt, drüber gucken lassen. Na gut, wir haben halt wie gesagt ein kleines Rennen hier gehabt. Ich könnte das jetzt noch machen. Ich habe zum Glück das zweite nicht gemacht, aber ehrlich gesagt... Ach komm, machen wir es. Damit ihr seht, wie es ausschaut. Das Training von Bürgermeister Peanut. Ja, Ricky Winterbell hockt hinten drauf. So, Peanut, du bist jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller als wir. Ah, oh, nicht viel schneller. Ja, die Sprüche sind auch lustig. Ich bin mal gespannt, ob er den Spruch wieder bringt. Wegen dem Lied. Weil den hat er nämlich vorhin auch gemacht. Ich denke mal, das wird er machen. Weil er da sein Programm abspielt. Denn da habe ich so eine schöne Anspielung an Deadpool gespürt. Unter anderem. Werdet ihr gleich sehen. Ist da gleich zukommen. Man sieht, ich habe das Rennen schon gemacht. Schafe, ja. Genau, Schafe. Er spult's ab. Er spult's ab. Wird's gleich kommen. Achtung. Müsst ihr jeden Moment kommen. Gut, dass ich das zweite Rennen nicht gemacht habe. Aber wer kann das auch ahnen? Na? 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 Da! The Fourth Wall! Ricky! The Fourth Wall! Hallo, das ist anderen Charakteren. Du willst doch nicht etwa auch so anfangen? Den zu durchbrechen, so wie Deadpool, wenn er mit seinen Zuschauern spricht. Da gibt's von Robot Chicken gibt's da Video zu Neues. Das ist sehr lustig. Ich überlege gerade, ob ich das übrigens mit dem Lisa Peterson, wo mir es jetzt ein... Genau, das habe ich auch erwähnt gehabt. Das Video mit... Das Lied mit Stars wurde hochgeladen. Ein Video von Star Stable. Finde ich sehr cool. Hatte eigentlich gehofft gehabt, dass wir es so kriegen, so wie das Lied von 2018, 2019 Weihnachten. Aber naja gut, man kann es bei iTunes, bei Spotify zumindest kriegen. Und finde es aber trotzdem cool, dass es auch auf YouTube hochgeladen haben. Ich denke mal, ich werde das Video hier drunter verlinken. So wie die Robot Chicken. Das Robot Chicken Video. So, haben wir es doch geschafft. Ja, das war das neue Rennen. Na komm her. Dann haben wir auch gleich das. Ja. Und Wildstar ist ein Level hochgestiegen. Sehr schön. Ah, wir müssen noch Sattelzeug von der kriegen. Es gibt auch neues Zeug im Star Rider Shop. Ja. Das Spannendste ist eigentlich die Westersatteltasche. Da gibt es noch Kleidung, aber die ist alle Stufe 1 drauf. Also keine Championat-Werte.
Wenn man sie haben möchte, kann man sich nehmen. Ich überlege noch, ob ich sie mir überhaupt in den Schrank packen sollte, weil... Ja, es ist ganz normales Zeug. So, dann gehen wir mal nach Veldale, denn da hatten wir auch ein Update gehabt. Das war das kurz... Das war Anfang des Jahres. Die neuen Tinker sind gekommen. Ja. Ja, mein Schalthelat reicht noch. Ja, ich bin ein bisschen erkältet noch, deswegen trinke ich ein bisschen Tee. Den trinke ich sehr gerne in Chai-Tee-Latte. Ich habe auch noch andere Teesorten aus der Kapselmaschine, aber ja, ich weiß, nicht sehr umweltfreundlich. Wenn man die Kapseln aber auseinander macht und trennt, dann ist das Problem eigentlich weniger schlimm wieder. Es ist umweltfreundlicher, als wenn ich mir ganzen Zeug kaufen würde und ich die Hälfte, weil es alt geworden ist, wegschmeißen würde. Die Kapseln, die reichen für mich, weil ich nicht so viel trinke. So, da sind die neuen. Die alten sind da drüben ja noch. Der erste Schub, das ist der zweite Schub von den Tinkern. Und die sind alle echt schick. Kosten genauso wie die anderen 805 Starcoins. Ja, ich habe nicht wirklich viel gerade. Ich denke mal, ich werde mir die gescheckten alle holen. Wenn ich es mal schaffe, vor einem Doppel-Starcoins-Wochenende... eine Paysafe-Karte zu holen. Ja, die sind alle echt schick, die Tinker. Oh. Die gefallen mir echt, die Tinker. Denke ich mal, werde ich sie mir wirklich alle gescheckten holen. Weiß nicht, ob ich mit den hole. Muss ich noch schauen. Also die gescheckten würde ich mir auf jeden Fall holen. Denn die gefallen mir auch echt toll. Naja, das war im Endeffekt alles gewesen an Updates von den letzten 3 Wochen. Weil wie gesagt, ich habe im Moment keinen großen Nerv zu spielen. Mal sehen, ob es jetzt wieder ein bisschen mehr wird. Denn, naja, ich denke mal, es wird dieses Jahr genauso laufen wie die letzten 2 Jahre. Weil es wird keine neue Landschaft dieses Jahr wieder wahrscheinlich geben. Das hat ja wohl schon Star Stable ein bisschen verlauten lassen. Was ich schade finde, weil nur so Mini-Questen, das ist langweilig. Sorry, also, nee. Eine Welt, die man erkunden kann, weil man sieht ja, auf der Karte ist noch viel Platz. Und wenn wir so wie Red Dead Redemption hätten, Karte, ganzer Bildschirm. Ja, das wäre doch... Moment. Boah, jetzt wird's gerade wieder richtig nervig. Die Nieser. Ja, es ist noch so viel Lücken hier. Ich weiß nicht, ob da noch was kommen wird irgendwann mal. Also hier ist echt noch viel Lücken. Ja, da sieht man anscheinend bei Nebelfall. Guck, allein schon hier, wie viel da noch nach hinten in offen ist. Und es hieß ja, es soll ziemlich danach kommen in 3 Schritten. Aber man sieht ja, es tut sich nichts. Liegt aber eher weniger daran, dass neue Pferde kommen, beziehungsweise neue Questen, weil das sind andere Abteilungen. Die Pferde sind andere Abteilungen als die Kartenlandschaft. Vielleicht sind sie was Großes am Machen derzeit, wissen nur noch nicht, wann es fertig wird. Wollen erstmal gucken, dass es vorankommt. Wahrscheinlich wollen sie erstmal das ganze Remake über die Karte gehen lassen, denn das ist ja auch... Unwichtig. Handy hat gerade gebrummt. Denn das ist ja auch, wird ja auch von den Kartenmachern gemacht. Na, lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, dass es nicht so lange auf sich warten lässt, dass neue Karte kommt mit neue, ganz neuem Gebiet, allem drum und dran, mit Rennen und neuen Personen und Ruf und bla bla blub. Das wäre recht schön, wenn das früh kommt, weil nur Pferde und Questen ist doch etwas langweilig. Weil Pferdeleveln dauert auch. Ist auch zu langwierig. Ja gut. Dann würde ich sagen, war's das. Wir sehen uns dann. Mal schauen bei Star Stable, was für Updates in der nächsten Zeit kommen. Wenn wieder ein Event kommt, würde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr machen. Es kommt ja bald Valentinstag. Da wird vielleicht wieder ein bisschen mehr kommen. Naja. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann irgendwann bei Star Stable wieder. Ansonsten Red Dead Redemption, Ark, The Hunter, Planet Zoo oder Planet Coaster. Oh, da könnte ich auch mal wieder was machen. Jo,
dann bis zum nächsten Mal. Ciao.